haben noch ein anderes Mädchen hier. Die ist hier, weil ihr Tierschutz wichtig ist, glaube ich. Denn zukunftsfähige Landwirtschaftspolitik heißt Landwirtschaftspolitik für Menschen, für Umwelt, aber vor allen Dingen auch für Tiere. Thomas Schröder, der Chef des Deutschen Tierschutzbund, der setzt sich genau dafür ein. Aber er hat Marlena mitgebracht. Wink mal mit deiner Fahne vielleicht einmal. Einige erinnern sich vielleicht an sie. Sie ist halt einen halben Meter gewachsen seit dem letzten Jahr. Marlena, warum bist du heute hier? Die Politik soll die Tiere so lassen, wie sie in der Natur sind. Genau. Und was die dafür tun müssen? Thomas Schröder vom Deutschen Tierschutzbund, bitte. Und Marlena hat ja so recht. Millionen von Tiere werden amputiert, damit sie in die Haltungssysteme überhaupt hineinpassen. Millionen Tiere werden zu Fleischbergen hochgezüchtet, damit der größte Profit rausgeholt werden kann. Das haben wir endgültig satt, liebe Mitstreiter und Mitstreiter. Das haben wir satt. Und dass es anders geht, das zeigen viele Bauern, die heute mit uns hier stehen. Es geht anders. Man kann mit dem Tier gut umgehen, man kann mit der Umwelt gut umgehen. Und dafür stehen wir heute und wir stärken den Bauern heute den Rücken mit dieser Demonstration, liebe Freundinnen und Freunde. Und ein Skandal ist, dass die, die mit dem Fleisch den meisten Profit machen, noch nicht mal für die Folgekosten aufkommen müssen. Denn sie schädigen die Umwelt. Die Nitratbelastung im Emsland, die zahlt der Steuerzahler als Reparatur, also auch der Veganer, der Fleisch bewusst ablehnt. Das ist der Skandal. Die, die Profit machen, müssen zahlen für die Kosten und nicht die Allgemeinheit, liebe Freunde und Freunde. Und genau deswegen brauchen wir eine Agrarwende, genau deswegen brauchen wir ein radikal neues Tierschutzgesetz, damit es nicht um Profit, um ökonomische Interessen geht, sondern um Tierwohl, um Umweltschutz und Naturschutz. Dafür kämpfen wir, weil wir satt haben, wie es heute zugeht in den Ställen dieser großen Intensivhaltung. Liebe Julia Klöckner, es ist vorbei, zuerst die Wassertemperatur zu messen, bevor man reinspringt. Es braucht jetzt einen Kopfsprung, eine radikale Wende. Die muss jetzt kommen, weil wir haben es satt. Wir haben es satt, wie umgegangen wird mit Tieren und Umwelt. Und deswegen setzen wir darauf, dass sich was ändert. Und wir werden es schaffen, liebe Freunde und Freunde. Diese große Kulisse ist das Zeichen. Es ist vorbei mit Profit auf dem Rücken der Tiere. Es muss anders gehen.